Sie heißt wie ihr Auto Isabella. Zu ihrem 18. Geburtstag hat sie den Borgward geschenkt bekommen von ihren Eltern. Jetzt ist sie 20. Für sie und ihre Mutter ist der Oldtimer Made in Bremen ein Stück Familiengeschichte. Isabella ist mit der Isabella aufgewachsen. Ich heiße ja nicht nur Isabella, sondern Isabella Mercedes. Dass meine Eltern autoaffin sind, sieht man ja. Damals hat mein Vater die Borgward Isabella relativ schön gefunden und hat die gut mit einem Namen kombinieren können. Und daraufhin hat es halt resultiert. Vor über 30 Jahren fing es an mit der Sammelleidenschaft ihrer Eltern. Zeitungen, Messen, Flohmärkte. Die Familie war immer auf der Suche. Vater Michael kaufte, was ihm und seiner Frau Jutta gefiel. Der Unternehmer aus Stuttgart steckte auch seine Kinder an. Und sie waren auch der Grund, warum es die Kleins nach Ostfriesland verschlug. Das ging eigentlich schon in den 90er Jahre los. Da hatten wir angefangen, eigentlich alles Mögliche zusammenzusammeln. Und dann waren wir hier im Urlaub, haben wir öfters Urlaub gemacht, weil mein Sohn Grupp Husten gehabt hat. Und dann ist er an diesem schönen Gulfhof vorbeigefahren und hat gesagt, jetzt mache ich hier ein Museum auf. Und dann hat er das gemacht. Viele seiner Sammlerstücke haben eine Geschichte. Dieser Ford Fiesta war, ganz bescheiden, das erste Auto des Fußballprofis Rudi Völler. Der zerschossene Mercedes spielte eine wichtige Rolle in dem Film über die RAF, die 1977 den damaligen Arbeitgeberpräsidenten Schleyer ermordete. Und auch den 286 PS Mercedes der Schlagersängerin Mireille Mathieu musste Michael Klein unbedingt für seine Sammlung haben. Sein Tod vor 2 Jahren war ein Schock für die Familie, aber nicht das Ende des Automuseums. Die ganze Familie hat viel zu viel Herzblut hier reingesteckt. Und meine Kinder haben gleich gesagt, sie möchten das weitermachen und ich helfe ihnen und unterstütze, bis sie das alles selber machen können. Die Ausstellung lebt. Manche Oldtimer werden regelmäßig benutzt für Treffen, Ausflüge oder sogar Urlaubsreisen. 40.000 bis 60.000 Besucher kamen jedes Jahr. Doch dann machte Corona auch dem Automuseum einen Strich durch die Rechnung. Wir mussten ja leider Gottes schließen. Dadurch, dass aber niemand ins Ausland gehen konnte die erste Zeit, sind sehr, sehr viele an die Nord- und Ostsee gekommen, was aber wiederum für uns gut war. Deswegen hatten wir da mehr oder weniger auch mehr so ein bisschen Glück. Die Familie ist sich sicher, das Automuseum Nordsee bleibt ein Anziehungspunkt für Autoverrückte, auch wenn es etwas abgelegen im tiefsten Ostfriesland liegt.